Castilla La Mancha liegt mitten auf dem spanischen Festland. Eine arme Gegend, die aber im 17. Jahrhundert literarischen Weltruhm erlangt hat. Hier spielt Don Quixote. Hier kämpfte der traurige Held gegen Windmühlen. Und hier ist auch Ana Iris Simón groß geworden. Die Familie aus bescheidenen Verhältnissen. Die Großeltern Kommunisten. Sie reisten noch als Schausteller durchs Land. Die Eltern waren Briefträger. Dass Ana Iris nach Madrid gehen und studieren konnte, galt in der Familie als Aufstieg. Und dann die Finanzkrise. Dreimal verliert sie nach dem Studium ihren Job. Massenentlassungen. Eine eigene Wohnung ist nicht drin. Sieht so aus, als ob sie für immer in WGs leben muss. Mit Ende 20 reicht's ihr und sie schreibt ein wütendes Buch. Mitten im Sommer. Das abrechnet mit den leeren Versprechungen. Denn als ihre Eltern jung waren und sie schon auf der Welt, hatten die sich schon eine eigene Existenz geschaffen. Ein stabiler Job, eine eigene Wohnung, vielleicht sogar eine Familie gründen. Für Ana Iris Simón schien das dagegen ein unerfüllbarer Traum, jedenfalls für ihre Generation. Ich glaube, dass wir keine verlorene Generation sind, sondern eher das Gegenteil. Dass wir uns überall wiederfinden und das Privileg hatten, viel über uns selbst nachzudenken. Simons Buch ist ein Erinnerungsbuch an ihre Eltern und wie das war, auf dem Land aufzuwachsen, als man nicht viel hatte, aber die Familie noch zusammenhielt und man auf eine bessere Zukunft hoffte. Es geht mir nicht so sehr darum, das Leben derer, die vor uns da waren, zu romantisieren, sondern zu sagen, dass es in einigen konkreten Dingen mit uns bergab gegangen ist. Dass meine Eltern im Alter von 20 Jahren ein Haus kaufen und eine Familie gründen konnten. Und die Mehrheit meiner Generation im Alter von 30 Jahren sich das nicht leisten kann. Ich denke also, dass es nicht so sehr um Nostalgie geht, weil es etwas Greifbares ist. Dazu gibt es ja Daten. Mittlerweile lebt Simón nicht mehr in Madrid. Sie ist jetzt Kolumnistin einer großen Zeitung und Mutter eines Sohnes. Sie freut sich, dass endlich eine Debatte darüber stattfindet, wie gerecht die spanische Gesellschaft eigentlich ist. 8. März 2018 in Madrid. Diese Frauen kämpfen. So viele wie nie zuvor. Demonstrationen im ganzen Land. Millionen Frauen, aber auch viele Männer protestieren für mehr Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und eine bessere Zukunft. In Elena Medels Debütroman Die Wunder treffen sich auf dieser Demonstration Großmutter und Enkelin, ohne einander zu erkennen. Sie sind sich vorher nie begegnet. Maria, die Ende der 60er Jahre ihre Heimatstadt Córdoba verlassen musste, weil sie ungewollt schwanger wurde. Damals eine Schande. Enkelin Alicia hat es nach einer Familientragödie ebenfalls nach Madrid verschlagen. Zwei Frauen am Rande der Gesellschaft. Elena Medel hat mit ihrem Roman einen Nerv getroffen. Ich denke, dass Marias oder Alicias Geschichte auch eine deutsche, koreanische oder amerikanische Geschichte sein könnte. Denn Geldfragen sind Themen, die alle angehen, unabhängig von Grenzen oder von dieser konkreten Geschichte. Es ist die Geschichte von Maria, die in der Franco-Diktatur aufwächst, voller Schranken für eine wie sie. Zeit ihres Lebens verrichtet sie unterbezahlte Arbeiten, aber sie bildet sich weiter, erschließt sich damit eine neue Welt. Die Geschichte von Alicia dagegen ist eine des Abstiegs. Einst hatte die Familie Geld, jetzt jobbt Alicia am Bahnhof in einem Kiosk und trifft sich wahllos mit Männern zum Sex, obwohl sie verheiratet ist. Alicia und Maria, zwei Frauen, die sich durchschlagen in einer Welt, in der sich alles um Geld dreht, das sie nicht haben. Es ist keine gute Zeit für Frauen, es ist keine gute Zeit für junge Menschen. Die nächste Generation, die Menschen, die in den 90er Jahren geboren wurden, haben nur prekäre Arbeitsverhältnisse kennengelernt. Aber ich denke, es ist auch nicht schlimmer als in der Vergangenheit. Die Vergangenheit, das ist in Spanien immer noch die Erinnerung an den blutigen Bürgerkrieg zwischen 1936 und 1939, der mit dem Sieg des faschistischen Generals Franco endete. Erst 36 Jahre später, mit dem Tod Francos 1975, wurde Spanien wieder eine Demokratie. Und es gab plötzlich eine ganze Reihe Autoren, die endlich über die Themen schreiben konnten, die sie bewegten. Rosa Montero ist eine von ihnen, Politikjournalistin und Romanautorin. Eine Legende, seit 1979 ihr erster Roman veröffentlicht wurde.
Crónica del Desamor, erzählt von Anna, Journalistin bei einer großen Zeitung, die alleine ihren Sohn großzieht und in der Nach-Franco-Ära nach Orientierung sucht. Frauen wie sie waren im Frankismus aus der Öffentlichkeit verbannt. Selbstständige Frauen, kluge Frauen. Monteros Roman gilt als Schlüsselwerk ihrer Generation. Das war der Moment, an dem wir anfingen, Dinge offen auszusprechen, die wir vorher nicht hätten sagen können. Mein Roman erschien 4 Jahre nach Francos Tod. Davor konnte man nicht über das wirkliche Leben sprechen. Es gab das wirkliche Leben, aber in den letzten Jahren von Francos Regime lebten wir in 2 Ländern. Dem offiziellen, das furchtbar war, und dem realen, das ganz ähnlich war wie die anderen Länder um uns herum. Aber darüber konnte man nicht offen sprechen. Und dann habe ich in meinem Roman angefangen, darüber zu sprechen. Fast 20 Romane hat Rosa Montero bisher veröffentlicht. Sachbücher, Kurzgeschichten, Kinderbücher. Und fast alle wurden in viele Sprachen übersetzt. Oft mit starken Frauenfiguren, die mit den Männern hadern und mit einer Gesellschaft, die sie als ungerecht empfinden. Ich denke, diese Klassenfrage war immer irgendwie vorhanden. In dieser schrecklichen Diktatur, in diesem bitterarmen Land, waren die Leute, die Bücher schrieben, Frauen und Männer, meistens reich, hatten eine Bibliothek zu Hause. Meine Generation hat das geändert. Rosa Montero, Ana Iris Simón, Elena Medel. 3 Schriftstellerinnen, die sich für ein gerechteres Spanien einsetzen. Dafür, dass Frauen selbst entscheiden können, welches Leben sie führen wollen.